und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport e.V. Mein Name ist Nils Tischer und neben mir meine Kollegin Caroline Albrecht. Hi, schön ihr Lieben, dass ihr da seid. Wir sind heute für euch bei der großen Eröffnungsfeier von MyShape, einem neuen Frauenfitnessstudio in Neukölln. Die Feier widmet sich ganz den kleinen zukünftigen Sportlern. Hinter uns im Kursraum, da geht's schon los, die ersten Kinder sind schon da. Das restliche Studio werden wir euch genauer in der Sendung vorstellen. Genau, wir haben erstmal eine abwechslungsreiche Sendung für euch vorbereitet mit Hockey vom BHC, mit Turmspringen, die Springergala vom TSC Berlin und wir haben natürlich wieder das Gewinnspiel, die Auflösung der letzten Woche und eine neue Frage für euch. Jetzt kommen wir erstmal zum Handball. Die Füchse Frauen Berlin, die schlagen sich ja noch echt gut in der ersten Liga und jetzt mussten sie gegen Blomberg Lippe ran. Riesenfrust, Riesenärger auf der einen, Riesenfreude auf der anderen Seite bei den Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe. Nach einem harten Kampf mit dem Tabellennachbarn aus Berlin gehen die Punkte nach Westfalen. Die Ausgangslage ließ ein enges Spiel erwarten, denn in der Tabelle trennen die punktgleichen Teams vor der Partie nur 12 Treffer. Von Beginn an wirkt ein Team aber deutlich frischer und das sind die Gäste. Geschlagene 6 Minuten dauert es, bis die Spreefüchse ihr erstes Tor erzielen. Blomberg agiert wesentlich effizienter und erhöht das eigene Trefferkonto kurz darauf durch Franziska Müller bereits auf 4 Tore. Für Füchse-Coach Lars Melzer ein klares Zeichen, sein Team per Auszeit aufzuwecken. Doch von der spielerischen Leichtigkeit, mit der die Berlinerinnen vergangene Woche noch sensationell in Leverkusen gewannen, ist auch anschließend nichts zu sehen. Die Langzeitverletzten Bianca Trumpf und Anna Blödorn müssen mit ansehen, wie ihr Team mit einem 10:15 in die Pause geht. Als alles nach einem Kantersieg ausschaut, beginnen die Spreefüchse ihre Aufholjagd. Angeführt von Laura Steinbach, die in den zweiten 30 Minuten 6 Treffer erzielt, kämpfen sich die Hauptstädterinnen Tor um Tor wieder heran. 1 Minute vor Schluss kann Anna Eber sogar bis auf 1 Tor verkürzen. Am Ende sind es aber die Paraden von Blombergs Torhüterin Isabel Roch, die Berlin die Punkte kosten. Ich weiß, sie haben halt gerade nur mich und ich gebe dafür alles und jetzt hat es heute auch wieder rentiert. Nämlich in Form eines 30:27 Auswärtssieges, der bei den Trainern verständlicherweise zu unterschiedlichen Resümees führt. Ja, in Leverkusen lief von Anfang an. Es ist etwas leichter, das Spiel von vorne zu machen, als hier sofort im Hintertreffen zu sein. Wir haben Berlin hinter uns gelassen, das war wichtig. Wir sind die jüngste Mannschaft der Liga mit 21 Jahren im Schnitt. Wir haben gute Ansätze, wir werden weiterarbeiten und wir werden den Klassenerhalt schaffen. Auf gleicher Mission geht es auch für die Aufsteiger aus Berlin weiter. Nächste Woche erwartet die Spreefüchse in Bietigheim eine ähnlich umkämpfte Partie, dann aber hoffentlich wieder mit einem besseren Ausgang. Hier im Hintergrund sieht man die Kinder schon fleißig am Turnen. Das ist jetzt gerade die Gruppe der 4- bis 5-Jährigen. Born to Move, so heißt das Programm für die Kleinen. Born to Move, geboren, um sich zu bewegen. Hier lernen die Kinder die grundlegenden Bewegungstechniken wie Rennen, Springen, Hüpfen, Balancieren, aber auch Boxen und Kicken. Ja, die Kinder sollen hier eine lebenslange Liebe zum Sport, zur Fitness entwickeln. Ja, vor allem zum Boxen und Kicken. So, wir kommen jetzt, wenn wir schon mal beim Turnen sind, auch weiterhin zum Turnen. In der O2 World fand diese Woche das Feuerwerk der Turnkunst statt. Da kommen Spitzenturner zusammen und die zeigen ihren Sport in einer ganz besonderen Turnshow. Schwindel, Höhenangst oder anders Vertigo, das Motto des diesjährigen Feuerwerks der Turnkunst. Artistik, rhythmische Sportgymnastik, Rhönradturnen und. Die Show ist vielfältig und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise in luftige Höhen. Richtig der Wahnsinn, also atemberaubend. Ich hatte die ganze Zeit Angst um die, aber die haben es ja richtig gut gemacht. Auf jeden Fall war der Hammer. Ich habe meine Freundin heute überrascht. Der Styx ist der Hammer-Tänzer. Selbst die Pausenfüller sind sehr amüsant. Seit 28 Jahren tourt die Turnshow nun schon durch die Republik. 2 Millionen Zuschauer ließen sich schon in den Bann ziehen. Und hier in Berlin kommen nochmal 17.000 Begeisterte verteilt auf 2 Shows dazu. Das ist ein neuer Rekord. In diesem Jahr macht das Feuerwerk erstmals nämlich in der O2 World Halt.
Wir sind ganz happy hier. Wir haben hier noch ein bisschen mehr Platz unten in den Ausläufen und auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und es passen mehr Zuschauer noch rein. Und da sind wir ganz zufrieden. Dieses Feuerwerk ist aber auch ein Finale der Spendenaktion für Elisa Quirino, die sich im vergangenen Jahr sehr schwer am Halswirbel verletzte, wohl querschnittsgelähmt bleibt. Eine Unterstützergruppe aus LSB, BTB, SC Berlin, dem Olympiastützpunkt und dem Förderverein Leistungsturnen sammelte fleißig, um die junge Turnerin und ihre Familie zu unterstützen. Also wir finden es ganz toll, wir waren überrascht und auch natürlich von hier, von Berliner Seite dann, vom Berliner Turnerbund und von Martin Seber, die es angeleiert haben und so viele Ideen hatten und sich so reingehängt haben. Ja, ist unglaublich einfach. Rund ums Feuerwerk ging die Aktion weiter. Elisa selbst konnte diesmal leider nicht dabei sein, aber vielleicht schafft sie es ja im nächsten Jahr zu wünschen, wäre es ihr auf jeden Fall. Und wer spenden möchte, hier unten ist die Bankverbindung eingeblendet. Ich bin heute nicht die einzige Blondine namens Caro, nein, neben mir Caroline Hobler. Sie ist die Kurskoordinatorin vom MyShape. Ihr müsst wissen, wir haben hier wirklich ein großes Angebot, über 100 Kurse. Ja, für Kinder, für Erwachsene und viele Kurse sind von Les Mills. Caro, kannst du unseren Zuschauern kurz erklären, wer oder was Les Mills ist und was die Teilnehmer in den Kursen zu erwarten haben? Ja, Caro, also Les Mills und macht Konzepte für jede Art von Trainingsziel für Gruppen. Und das ist ein weltweit erfolgreiches Ding, was da läuft. Der Vorteil bei diesen Kursen ist, dass es halt von Profis entwickelt ist, von Experten getestet. Und der Inhalt ist praktisch nicht irgendwas, was dem Trainer gerade einfällt, sondern es ist wirklich ein fundiertes Trainingskonzept. Es wird in diesem Studio auch klassische Kurse geben, wie Bauch, Beine, Po, Zumba, Yoga, Pilates und, wie man hier unschwer erkennen kann, Spinning. Ja? Wie viel kostet denn hier eine Mitgliedschaft? Du kannst Kurse machen, du kriegst eine Trainingsbetreuung, Trainingsplanung für die Geräte auf der Fläche, du kannst Wellness machen, wir haben eine Sauna und ja, also du hast alle Möglichkeiten für 19,90 Euro im Monat. Ihr Lieben, das klingt doch bombastisch, oder? Es gibt keinen Grund, hier nicht einen Probetag zu machen. Danke, Caro. Bitte, Caro. Okay, wir kommen jetzt zum Hockey. Da haben die BHC Herren und Frauen ja im Moment gute Karten. Die stehen ganz oben in ihren Gruppen. Jetzt kam es zum Berlin-Derby. Sie mussten gegen SCC Berlin ran. Und da schauen wir uns mal an, wie das so gelaufen ist. Die reguläre Hallensaison nähert sich dem Ende. Beide BHC-Teams sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Doch im Gegensatz zu den Damen, die bereits als Gruppensieger feststehen, herrscht bei den Herren noch Ungewissheit. Erster oder Zweiter, die Entscheidung jetzt auf Hauptstadtsport TV. Die Ausgangslage für die Herren des BHC ganz klar. Nicht verlieren, heute gegen das Tabellenschlusslicht aus Charlottenburg, dann ist der Gruppensieg sicher. Und so agierten die Blau-Roten auch von Beginn an. Früh können die Hausherren durch Tore von Westfalen und Swiatek auf 3:1 davonziehen. Doch kurz nach der Pause kommt es zu dem, was alle vermeiden wollten. Eine Zitterpartie im letzten Spiel. Der Gast aus Charlottenburg, immerhin nur Tabellenletzter, zollt dem großen Stadtrivalen kaum Respekt und kann erst zum 3:3 ausgleichen, bevor er sogar durch Björn Gees in Führung gehen kann. 5:4 für den SCC. Jetzt hieß es cool bleiben, die individuelle Klasse zeigen und wach sein, wie hier Bedelt. Passt auf, nutzt den Abpraller und schiebt ein 5:5. Das ist aber noch lange nicht der Endstand. Charlottenburg nimmt den Torwart raus, versucht nochmal was. Der BHC dagegen lauert auf Konter. Diesing lauert auf Konter und nutzt dann seine Chance eiskalt. 6:5. Der BHC wieder vorn. Doch den Schlusspunkt setzten abermals die Gäste, die aufopferungsvoll kämpften und sich dafür belohnten. 6:6. Dem BHC, dem Berliner Hockeyclub, reicht das aber. Gruppensieg gepackt und Heimrecht im Viertelfinale gesichert. So sind die Füße auf dem Boden. Wir gehen motiviert und voll engagiert in die letzte Trainingswoche. Und ich denke, wir können auch mit so einem Spiel umgehen, können es verarbeiten, aus den Fehlern lernen und sind dann bestgewappnet für nächste Woche. Einfacher hatten es da die Damen. Bereits vor dem Spiel als Gruppenerster qualifiziert, braucht es
am heutigen Tag keinen Glanz, sondern eher schlichte Routine. Und das gelang auch wie geschmiert. 3 Tore allein vor der Halbzeit besiegelten früh das Schicksal der stets unterlegenen Gäste. Nach der Pause dann ein ruhiges, teilweise behäbiges Spiel. Dem BHC kann es egal sein. Saskia Müller macht den Deckel drauf. 4:1 der Endstand. Die Damen und Herren also durch. Gruppenerster bedeutet am Samstag treffen die Mädels vom Berliner HC auf Mülheim und danach kommt es zum Duell BHC gegen Rot-Weiß Köln, das dann natürlich wie gewohnt bei uns auf Hauptstadt Sport TV auf eurem Hauptstadtsender. Das Jahr 2015 hätte für sie kaum besser starten können. Valentina Ebersbach, moderne Fünfkämpferin der Wasserfreunde Spandau 04 und gleichzeitig Nachwuchssportlerin des Monats Januar. Ich fand es irgendwie voll cool, dass ich so ein Nachwuchssportler des Monats geworden bin, weil da geht es ja auch um Stimmen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so viele Stimmen dafür hatte. Und dann habe ich mich voll gefreut, als meine Mutter mir das gesagt hat. Und diese Stimmen hat die 14-Jährige auch zurecht bekommen. Im vergangenen Jahr sicherte sich die Berlinerin die deutsche Meisterschaft im Einzel- und Mannschaftswettbewerb ihrer Altersklasse. Doch der Weg dahin war nicht einfach, denn neben dem modernen Fünfkampf spielt Valentina auch leidenschaftlich Golf. Schaffte es sogar in den geförderten Leistungskader. Wer aber ganz hoch hinaus will, muss ich am Ende entscheiden. Keine einfache Situation. Es war schon schwierig, weil am Anfang hat mir Golfen ja Spaß gemacht und dann habe ich beim Fünfkampf halt reingeschnuppert und das war schon ein bisschen schwere Entscheidung, das auch den Trainern zu sagen, weil die haben ja gesagt, ich habe Talent und da war ich auch im Kader drin und es war schon eine schwere Entscheidung. Neben dem Fünfkampf spielt selbstverständlich auch die Familie und die Trainingsgruppe, bei der sie sich täglich aufhält, eine wichtige Rolle. Vor allem ihre beste Freundin Anna ist nicht mehr wegzudenken. Mit ihr tauscht sie sich aus. Albert rum und das seit ihrer allerersten Begegnung. Beim ersten Lauftraining war ich halt sehr ängstlich, aufgeregt und habe auch ein bisschen geweint. Und Valentina kam gleich zu mir, hat mich in die Arme geschlossen und mich getröstet und mir Mut zugesprochen. Und seitdem sind wir beste Freunde. Sympathisch, aufgeschlossen und ehrgeizig. Attribute, die sie vielleicht später wie Vorbild Lena Schöneborn ganz nach oben bringen könnte. Doch vorerst kann sich Valentina über die Wahl zur Nachwuchssportlerin des Monats Januar freuen. Und falls ihr bei der kommenden Wahl mitmachen wollt, geht einfach auf die folgende Adresse und stimmt zwischen dem 19. und 31. Januar ab. Wir kommen jetzt zur Gewinnspielauflösung der letzten Woche. Wir wollten von euch wissen, wie heißt der deutsche Zusatztitel zu dem Film Wild Tales? Genau, und die richtige Antwort ist natürlich, jeder dreht mal durch. Die Gewinner des Spiels sind jetzt hier unten eingeblendet und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den Karten. Schaut euch diesen Film an, weil der ist echt gut. Ich habe ihn schon gesehen. Film das mal, Nestor! Gewalttätigkeit. Also, ich beschreibe nur die Realität, oder? Wo ist da Gewalt? Hä? Und wir haben natürlich wieder neue 3x2 Kinokarten fürs Cinemax am Potsdamer Platz für euch. Und dazu müsst ihr nur folgende leichte Frage wissen. Und zwar, wie heißt der neue Film von Til Schweiger? Wenn ihr es wisst, dann schreibt eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Und uns bleibt nichts weiter zu sagen als viel Glück. Und viel Spaß. Cinemax, mehr als Kino. Wieder zurück bei der großen MyShip-Eröffnung. Neben mir Nils, der schon fleißig in die Pedalen strampelt. Einer muss es ja machen, genau. Neben dem großen und vielfältigen Kursangebot für die Erwachsenen wird es hier zukünftig auch ganz spezielle Kinderkurse geben für die Altersklassen 2 bis 12. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei den Erwachsenen und zwar haben die ja auch immer viel zu tun. Und vom TSC Berlin fand die alljährliche Springergala statt und jetzt Stufe 2. 10 Meter abwärts mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde.
Ein 2,5-facher Auerbach mit 2,5 Drehungen in knapp 2 Sekunden. Das 3,5-fache Körpergewicht beim Eintauchen ins Wasser. Spektakuläre Fakten zu einer spektakulären Sportart. Es geht natürlich um Wasserspringen. Es ist halt ein schönes Gefühl von Adrenalin, Mut und Ästhetik, alles unter Dach und Fach zu kriegen. Und das ist diese Kombination aus allem, die Schnelligkeit und dieses Schöne, das gefällt mir. 10 Medaillen bei der Schwimm-EM. Die Wasserspringer sind die deutschen Erfolgsgaranten. Allein 3-mal Gold und 1-mal Silber holte Patrick Hausting. Da, wo er Geschichte schrieb, sprang er bei der 22. Springer-Gala wieder vom Zehner. Doch nicht um Edelmetall ging es diesmal, sondern vielmehr zu Werbezwecken war er unterwegs. Für seinen Sport und seinen Verein, den TSC Berlin. Wir probieren einmal im Jahr ein bisschen unseren Sport auch in der Gesellschaft zu zeigen, dass es auch Spaß machen kann. Wir zeigen verschiedene Facetten des Springens, auch den Nachwuchs. Mit bunten Kostümen, kleinen Gags und der Extraprise Wahnsinn begeistern die wilden Springer besonders die ganz Kleinen. Die Kinder freuen sich so immens darüber, dort mal Menschen zu sehen, die dort genau das machen, was sie sonst im Training nicht machen dürfen. Und so bin ich zu den Wedenspringern gekommen. Ich war selbst mal Wasserspringer. Eintauchen mit Arschbombe oder einen flotten Vierer aus 10 Metern hört sich ziemlich wild an. Doch wäre das auch was für einen Europameister? Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es bringt auch eine Menge alter Springer oder ehemaliger Springer wieder zusammen, sodass man auch irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, ein bisschen Familienerlebnis quasi, und ich kann es mir gut vorstellen. Bis das soweit ist, steht aber nochmal eine Weltmeisterschaft und Olympia an, wo nochmal Eleganz, Athletik und Körperbeherrschung gefordert werden. Und danach möchten wir Patrick doch so gerne so vom Turm springen sehen. So, wir sind hier immer noch bei MyShape bei der Eröffnungsfeier. Und Caro, du hast uns verschwiegen, du bist ja hier bald auch Trainerin, oder? Ups, das habe ich wohl wirklich verschwiegen. Ja, ihr Lieben, ich werde hier selber auch ab Februar Kinderkurse geben, 4 bis 5, 6 bis 7 und die Erwachsenen mit Pilates beglücken. Und jetzt kommen wir zu dem Beitrag, in dem ihr nochmal einen ganz genauen Einblick in dieses neue, besondere Frauenfitnessstudio bekommt. Fitnessstudios gibt es in Berlin wie Sand am Strand. Was das deutschlandweit erste MyShape-Studio von der Konkurrenz abhebt, ist die Familienfreundlichkeit. Von nun an können sich Mütter mit ihren bis zu 12 Jahre alten Kindern direkt am S-Bahnhof Neukölln fit halten. Auf 1700 Quadratmetern stehen moderne Cardio- und Zirkelgeräte zur Verfügung. Dazu kommen 3 top ausgestattete Kursräume, ein separater Kinderfitnessbereich und eine großzügige Sauna. Der Born to Move Kinderkurs wird dabei unter anderem von Franzi geleitet, die wir vom letztjährigen Fitmacher-Casting des TSV Berlin-Wittenau noch gut kennen. Ich liebe es einfach, mit Kindern zusammenzuarbeiten und vor allem noch Sport zu machen. Also besser geht es eigentlich nicht. Ich habe früher selber gerne Sport gemacht und verstehe das einfach, dass Kinder so einen Spaß haben daran und möchte auch, dass viele Kinder daran Spaß haben. Die 6- bis 7-Jährigen erleben in ihrem Kurs eine aktionsgeladene Welt aus Bewegungen, die sie wollen, Musik, die sie lieben und Spiele, die sie herausfordern. Der Schwerpunkt liegt dabei ganz klar auf dem Spaß, nicht auf formaler Übungsroutine. Born to Move Kurse gibt es auch für andere Altersklassen. Das können ja Kinder von 2 bis insgesamt 16 Jahren, bei MyShape bei uns bis 12 Jahren, hier teilnehmen. Und die 4- bis 5-Jährigen sind so die süßesten, finde ich. Aber auch mit den 6- bis 7-Jährigen hat man Spaß. Und mit den 12-Jährigen wird es dann so ein bisschen cooler schon. Und Spaß haben sie alle dabei. Aber was genau haben die Kids denn am Eröffnungstag nun gemacht? Wir hatten so eine Olympiade und da haben wir ganz verschiedene und tolle Spiele gespielt und am Ende gab es auch so eine Urkunde. Das war dann auch richtig toll. MyShape verbindet Freude mit Fitness und das für die ganze Familie. Na, jedenfalls fast, denn die Männer müssen hier draußen bleiben. Ja. So, warte, okay. Ich mach's so. Okay, so machst du? Okay, alles klar, gut. So.
Wie ihr seht, ist der Nils schon ganz K.O. Ja? Ja. Auch der schönste, sportlichste Tag geht irgendwann vorbei. Genau, verfolgt uns weiterhin so fleißig auf Twitter und auf Facebook und klickt auch bei Google Plus und Instagram rein. Wir verabschieden uns hier aus Neukölln vom MyShape Frauenfitnessstudio. Kommt gerne mal zum Probetag vorbei. 365 Tage im Jahr hat das Studio offen. Richtig, und uns bleibt jetzt nichts mehr zu sagen als bleibt sportlich!